Coolerweise haben wir jetzt fast genug Seelen, um eine von diesen Erweiterungen zu kaufen. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Bitte. So. Lass dir Zeit. Ja, also wir haben ja einmal die Unterwelt, zu der wir wahrscheinlich noch zurückkehren werden. Und hier haben wir... okay, da steht jetzt Fähigkeiten, aber das wird ein Bug sein. Also im Prinzip ist das hier der Abgrund. Oder? Es muss eigentlich der Abgrund sein. Würde ich jetzt mal meinen. Wir werden uns jetzt nach Haven teleportieren. Und Ultan einen Besuch abstatten. Unsere Waffen upgraden. Dass es hoffentlich etwas bringen mag. Schmiede der Erschaffer. Ultan. Zeig mir deine berühmte Schmiedekunst. Was darf es sein, Reiter? Waffe aufrüsten. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Ketten der Verachtung oder den Widerhaken der Verachtung. Wir sehen, dass der Schaden sich durchaus ein bisschen erhöht um 7. Wir brauchen 2 Splitter dafür. Eins meiner besten Stücke. Sehr gut, jetzt brauchen wir schon 4 dafür. Machen wir aber auch. Gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Und hier brauchen wir jetzt schon 6 Diamant-Spartsplitter. Hier benutzen wir jetzt noch die 2 letzten, die wir haben für die Kette der Verachtung. Eines meiner besten Stücke. So, das macht uns auf jeden Fall schon mal ein Stück stärker. In Verbesserung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Sprunghafte Stärkung. Physischer Schaden und Magieschaden mit dieser Waffe plus 3% und Gesundheit plus 5%. Was können wir denn jetzt hier machen? Gesundheit plus 7%. Dafür brauchen wir ein Engelsartefakt. Oder 2 sogar. Physischer Schaden. Okay, das braucht schon jede Menge. Ich würde tatsächlich eher Richtung Gesundheit gehen. Aber jetzt bist du noch tödlicher. Okay, jetzt brauchen wir hier 4 Engelsartefakte. Ja, damit wir es noch weiter steigern können. Interessant. Wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Okay, das hat sich doch schon mal gelohnt. Wir sind jetzt also ein gutes Stück stärker geworden hier. Ist natürlich die Frage, ob es sich jetzt eher lohnt, das hier aufzurüsten. Oder zum Beispiel die Seelen auch zu benutzen, um diese anderen Verbesserungen für die Waffen zu kaufen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sei gegrillt. Lass dir Zeit. Was hat er denn hier für... Ah, die Splitter könnten wir theoretisch auch kaufen, okay. Sprunghafter Leviathan. Löcher, wenn mit dieser Waffe Pegel zerstören wir. Gesundheitsregeneration, sprunghafte Rage. Das ist die Zornbelohnung von Zornlurchern. Verjüngungskern. Auch nicht schlecht. Eigentlich wirklich auch nicht schlecht. Vielleicht wollen wir mal diesen Verjüngungskern haben. Okay, da haben wir 150. 400. Und noch einen. So, jetzt haben wir 5000 und damit kaufen wir jetzt diesen Verjüngungskern. Sei gegrüßt. Lass dir Zeit. Sehr schön. Und der dürfte jetzt Heilung, genau, plus 150. Das heißt, insgesamt heilt uns eine Erholung der Nephilim jetzt um 300. Also ist im Prinzip für uns gerade eine Vollheilung. Sei gegrüßt, bitte.
Lass dir Zeit. Hier war ich jetzt, glaube ich, gerade das letzte Mal bei den... Na, was ist denn das jetzt? Bei den Katakomben, oder? Ja. Das müssten die Katakomben sein, wo wir eben stehen geblieben waren. Es fällt mir schwer, den Überblick zu bewahren. Wo man jetzt schon war und wo nicht, wo man noch hin muss und bla 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 mit all den Fähigkeiten. Ich hoffe, dass wir das am Ende hinkriegen. Egal welche Todsünde da auf jeden Fall jetzt auftaucht, wir sind gewappnet, denn wir sind nicht gerade schwach, wenn man sich den Schaden anguckt, den wir machen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Also, insgesamt 3 Schwerter. Anscheinend. Ach, es sind immer 3, nicht wahr? Wie? 3 Schlüssel, 3 Steine, 3 Schwerter. Ziemlich vorhersehbar, findest du nicht? Bist du noch bei Verstand? Natürlich. Ich mag es nur nicht, wenn der Schöpfer es sich zu leicht macht. Ja, okay. Es passiert also mit etwas mit dieser Steinfigur da unten. Da höre ich auch schon einen fetten Gegner. Diesen Gegner kennen wir bereits, diese Art von Gegner. Es ist immer wieder dasselbe. Es ist immer wieder dasselbe, wenn man die leichten, vermeintlich leichten Zwischengegner unterschätzt, dann passiert genau das. Wir halten aber halt auch überhaupt nichts aus. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie wenig Fury aushält. Und ich muss sie auch widersprechen. Es sind natürlich nicht immer 3. Es sind auch manchmal 4. Zum Beispiel bei den Reitern. Da sind es auch 4. Okay, also das Ganze nochmal. Vor dem sind wir kapituliert und es sieht fast so aus, als... Würden wir schon wieder Probleme mit ihm kriegen? Das kann doch nicht sein. Hatte ich keine Seelen bei dem. Was ist das denn da? Aha. Kaum zu sehen, das Ganze. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Diamantspat. Und wo bin ich jetzt hier gelandet? Ah ja. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Da war schon jemand plündern. Schade. Ich nehme mal an, dass man am Ende da irgendwie rüber kann. Also man muss am Ende wahrscheinlich hier oben hin. Da unten ist immer noch dieser harte Brocken.
Dieser Bogenschütze dort ist nervig. Aua. Dass man dann auch immer direkt drei Stück in die Fresse kriegt, ist ziemlich beschämend. Ja, toll. Ich krieg direkt dreimal aufs Maul. Oder auch viermal. Also im Prinzip baut der Kampfstil von Fury extrem auf Kontern auf. Ihren Magieschaden, den sie anrichtet. Den sie eben halt nur anrichtet. Wenn sie diesen Konter, diese Konter macht. Was ich nochmal eben gucken wollte, wie viel Schaden machen wir mit der Kette? 78 plus 14. Da ändert sich nichts, okay. Die Baseform ist dann ja im Prinzip unsinnig. Wenn ich mit dieser Form auch noch eine Verbesserung habe. Eine passive, in dem Sinne, dass ich halt gegen Feuer unempfindlich bin. Warum sollte ich denn dann die Baseform nehmen? Es sei denn, da kommt natürlich noch irgendwas dazu, was es rechtfertigen würde, diese Form zu wählen. Aber aktuell sehe ich das nicht so richtig. Okay. Da könnte man weiter durch. Hier ist nichts. Da ist ein Schwert und da drin war auch ein Schwert. Hier unten. Ich schätze mal, man muss hier durch. Zu wem beten die denn? Ich finde es übrigens immer noch interessant, dass wir das, die Todsünde Trägheit schon gesehen haben, aber immer noch nicht gegen sie kämpfen durften. Naja, ich denke, das Einzige, was wir definitiv sagen können, ist, dass egal wie lange wir brauchen werden, Trägheit immer noch in seinem fetten Stuhl sitzen wird. Das sieht gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendetwas machen will. Das war hinterhältig. Hier könnte man schwingen. Die Frage ist, was macht man dann? Okay, jetzt haben wir das angezündet. Oh. Was passiert denn hier jetzt genau? Okay, da dreht sich da oben was. Ah, ich habe eine Vermutung, okay. Ich habe eine Vermutung. Das schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Okay, also den könnten wir schon mal benutzen.
Das war ja schon mal wieder super. Wie ist es denn, wenn wir so machen? Garn, uns schnell zurückziehen. Okay, das ist zu schnell. Das Ding muss auf jeden Fall aktiviert werden. Gleiches Spiel in Grün, das wird so nichts. So, was soll hier passieren? Warum sollte ich das wegspringen wollen? Hier passiert augenscheinlich gar nichts. Es kommt aber zurück. Der fackelt da oben alles ab. Bis dahin. Ich wüsste so gerne, was das da oben sein soll. Ja, ich will noch mal so einen Käfer haben da. Hello. Wir versuchen das Ding da oben zu sprengen. Ich glaube, es wird auch schwächer. Guck mal. Oder? Ich weiß nicht, was es ist. Das ist das Problem. Ich weiß es einfach nicht. Weiß nicht warum, aber ich erkenne einfach gerade nicht, was ich machen soll. Das ist halt, es ist halt nervig. Es ist, wie es ist. Kannst du nicht mal eben irgendwie hier bleiben? Kleiner Käfer? Okay, er folgt mir. Ich glaube, ich weiß, warum er mir folgt, wegen meiner Feuermähne. Was ist das? Was war das denn jetzt? Warum ist denn der explodiert? Ja, ich glaube, ich weiß, warum. Wartet mal. Er hat Feuer abgekriegt. Und deswegen ist er explodiert. Und somit ist er eine Art Zeitbombe. Das probieren wir mal eben. Und zwar, er frisst nun dort. Frisst sich also voll. Was ist denn, wenn wir jetzt das hier machen?
Okay, das klappt schon mal nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Okay, das war verdammt knapp. Aber so müsste es an sich funktionieren. Ich war ein bisschen zu langsam. Probieren wir das Ganze also nochmal. Na, geht doch. Man muss nur erstmal das Rätsel verstehen, dann klappt das auch. Okay, was haben wir hier? Wieder etwas zum Looten. Oh, ein Engelsartefakt, sehr gut. Die kann man doch wirklich gut gebrauchen. Hier habe ich Skelette gesehen. Theoretisch müsste ich das doch so wegbrennen können. Ja. Wollte gerade sagen. Über diesen Punkt sind wir doch mittlerweile hinaus, dass uns Spinnenweben noch großartige Probleme bereiten können. Okay, das dreht sich dann auch wieder. Müssen wir uns also etwas beeilen. Sehr gut. Gott sei Dank dreht es sich langsam genug und jetzt sind wir hier beim ersten Schwert angekommen. Ah ja. Na. Jetzt bin ich ja gleich mal gespannt, was hier dann wirklich passieren wird. Wenn man die Schwerter aktiviert. Zumindest mittlerweile zwei Schwerter aktiviert. Okay, es sieht so aus, als würde er sich drehen wollen. Durchaus interessant. Da war kein Schwert. Da unten dürfte jetzt das letzte sein. Das ist definitiv eine Kampfarena. Aber sei es drum. Ihr müsst mich erstmal überleben. Sieht nämlich nicht so einfach aus für euch. Oh nein, ganz und gar nicht. Okay, jetzt kommen irgendwelche blöden Bogenschützen dazu.
Nephilim. Autsch. Erholung der Nephilim. Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Ich sehe hier zumindest keine Gegner mehr. Und auch keine Möglichkeit, irgendwas zu looten oder so. Das heißt, wir verschwinden jetzt wieder von hier. Und werden dann hoffentlich bald das nächste Schwert bekommen. Skelette. Die können mir nichts anhaben. Na. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Ich hätte nicht mal mehr gedacht, dass wir das in diesem Video noch schaffen. Wir haben also die drei Schwerter gesammelt. Und demnach den nächsten größeren Abschnitt des Spiels hier geschafft. Im Abgrund. Mal sehen, wohin uns das jetzt gleich bringen wird. Theoretisch steht mal wieder die nächste Todsünde an, so langsam. Ja, es ist genauso wie vermutet, dass dieser Golem eine Brücke bildet. Wir können offenbar entweder nach oben oder hier lang. Oh, ganz ehrlich, ey. Sie kann sich da auch mal ein bisschen festhalten oder so. Ich finde es echt schade, dass ihr Pferd so früh gestorben ist. Denn das bedeutet ja im Prinzip, dass wir das nicht mehr sehen werden. Dass wir dann noch gar nicht ausreiten werden. So wie beispielsweise in Darksiders 2. Wo es ja diese Passagen gab. Aber Darksiders 2 war halt auch ein Open-World-Spiel. Mehr oder weniger. Dämonen-Artefakt. Sehr gut für Waffenverbesserungen. Und hier bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als hier nach oben zu gehen. Wo sind wir hier? Ich sehe Blumen. Ich sehe noch mehr Blumen. Herrin? Ruhig. Hörst du es? Das ist nicht das, was wir suchen. Lass uns weitermachen. Warte, der Erschaffer. Du schuldest ihm nichts. Ich weiß. Ich will, dass er mir etwas schuldet. Oh, ich kenne Trovi. Ich kann dich zu den anderen deiner Art bringen. Mensch, wäre das nicht schön? Oh Gott. Es war relativ offensichtlich, dass das keine Menschen sind, Fury. Also du scheinst dich mit Menschen wirklich nicht gut auszukennen. Denn ansonsten wäre dir das relativ schnell klar geworden, dass diese Hackfressen gerne Hack essen. Ah, wie raffiniert das löscht uns. Guck mal, das finde ich ja cool.